Wer ein Buch schreibt, ein Lied komponiert oder ein Drehbuch verfasst, besitzt die Rechte daran. Will jemand anderes diese Werke nutzen, muss er dafür zahlen. Und das gilt auch für Texte und Bilder aus Zeitungen und Zeitschriften. Auch im Internet. Das regelt in Deutschland das Urheberrechtsgesetz. Doch den Verlagen reicht das nicht. Sie wollen ein eigenes Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Das könnte teuer werden für Suchmaschinen wie Google, Yahoo oder Bing. Im Moment verlinken die Zeitungsartikel einfach so, ohne zu bezahlen. Das stört die Verlage, denn die Suchmaschinen finanzieren sich durch Werbung und machen also Geld mit Inhalten, die den Verlagen gehören. Davon wollen die Verlage nun etwas abhaben. Unterstützung erhalten sie von der Bundesregierung. Schon 2009 haben Union und FDP den Verlegern ein Leistungsschutzrecht zugesichert. Google und Co. sind strikt dagegen. Die Gegner des Gesetzes sagen nämlich, die Verlage müssen sich doch nicht verlinken lassen. Mit wenigen Programmierungen können sie verhindern, dass ihre Inhalte bei Suchmaschinen angeboten werden. Das kann für die Verlage nicht die Lösung sein, denn dann würden Inhalte der Zeitungen von Internetnutzern über Suchmaschinen gar nicht mehr gefunden werden. Seit Jahren tobt der Streit zwischen Befürwortern und Gegnern. Ein erster Gesetzesentwurf hatte für viel Protest gesorgt. So fürchteten auch private Blogger, dass sie dann auf einmal zahlen müssten. Der Protest hatte Erfolg. Jetzt soll das neue Gesetz ausschließlich für gewerbliche Anbieter wie Google, Yahoo und Co. gelten. Blogger oder andere private Internetnutzer sollen nicht zur Kasse gebeten werden. Doch was genau sind gewerbliche Anbieter? Diese Formulierung sorgt weiter für Zündstoff. Und das Gezerre um das Leistungsschutzrecht geht weiter.